Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu einer ja, ganz schönen Kooperation, die wir hier haben. Nämlich zusammen mit dem Naxos Kino widmen wir uns einmal pro Monat einem Thema, das sowohl dokumentarisch als auch fiktional bearbeitet worden ist. Das machen wir jetzt zum zweiten Mal und das ist immer auch in Kombination mit Gesprächen mit den Filmemachern, die wir vor Ort haben. Diesmal mit dem Thema von Wackersdorf zum Hambacher Forst, ein sehr, sehr aktuelles Thema, natürlich hochpolitisch. Der Film, den wir heute hier haben, der ist auch frisch ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis für die beste Filmmusik. Und dass der Gast heute hier ist, das freut mich persönlich sehr, denn wir kennen uns schon einige Jahre über viele Festivals hinweg. Ja, extra aus Berlin jetzt angereist, begrüßen Sie Oliver Haffner. Willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, Olli, wie ist das? Mit diesem Film warst du lange auf Tour, hast auch vieles erlebt. Auch Filmfest München hatten wir schon miteinander zu tun. Erzähl mal ein bisschen, wie ja vielleicht die Vorgeschichte war. Wie bist du an diesen Film gekommen? Genau, der Film hatte Premiere vor etwa einem Jahr beim Filmfest München und kam dann im Herbst letzten Jahres in die Kinos. Und aber die Vorgeschichte ist viel länger. Also der hat einen Entstehungsprozess von 7 Jahren, muss man sagen, bis wir diesen Film, ein Herzensprojekt, bis wir das Geld zusammen hatten und diesen Film auch realisieren konnten. Das war nicht so einfach in Bayern, auch diesen Film zu realisieren. Später auch noch drauf zu sprechen, genau. Natürlich. Und der Auslöser damals, also dass ich auf die Idee gekommen bin, war der Unfall in Fukushima und der darauf folgende relativ rasche Ausstieg aus der Atomenergie durch die Bundesregierung. Und ich habe mir halt gedacht, ja, welcher Prozess oder welcher politische Prozess geht da eigentlich gerade zu Ende? Wann hat er begonnen? Und habe mich halt an meine eigene Kindheit in München erinnert. Ich bin zu jung, um selbst in Wackersdorf gewesen zu sein. Wie alt warst du? Also ich bin Jahrgang 74. Also die Zeit, die wir dann zeigen, 86. Also Sie sehen, ich bin 12. 12, ja. Meine Schwester ist 8 Jahre älter und die ist natürlich mit Bussen immer von München nach Wackersdorf gefahren. Und insofern hatten wir die entsprechenden Auseinandersetzungen zu Hause. Hat sie dich beraten beim Dreh, bei der Vorbereitung? Ein bisschen, ja, ja. Aber ja, doch auch. Wobei man sagen muss, ich bin familiär ein bisschen noch vorbelastet. Also ich bin in München nicht geboren, ich bin dort aufgewachsen, aber meine Familie kommt aus Rheinland-Pfalz und auch meine ersten Lebensjahre habe ich in Philippsburg verbracht und das werden vielleicht manche von Ihnen wissen, da jetzt einer ist ja schon abgeschaltet, aber da waren ja auch 2 Meiler und als der 2. Meiler eröffnet wurde, war das auch eine Entscheidung meiner Eltern eben wegzuziehen aus Philippsburg. Vielleicht, wenn wir schon in Frankfurt sind, du hast mir vorhin verraten, du hast sogar einen familiären Frankfurter Hintergrund im weitesten Sinne. Genau, meine Großeltern mütterlicherseits haben sich in Frankfurt kennengelernt. Ich finde das ganz großartig, dass du jetzt auch heute hier bist und uns diesen Film vorstellst. Wir schauen den Film jetzt an. Nach dem Film gibt es dann ein Gespräch, wo wir ein bisschen drauf eingehen wollen, was die Hintergründe waren, wo vielleicht auch die Schwierigkeiten waren. Und wir wollen natürlich auch dezidiert auf diesen politischen Aspekt dann eingehen. Dann können auch Sie Fragen stellen. Aber willst du uns vorweg noch irgendwas mit auf den Weg geben, was unbedingt noch vorher gesagt werden muss? Ja, ich wünsche Ihnen ein spannendes Filmerlebnis, mehr kann ich nicht sagen. Dem schließe ich mich an. Großen Applaus, Oliver Haffner. Bis nachher. Dankeschön. Großen Applaus, Oliver Haffner, der Regisseur. Willkommen auf der Bühne. Nimm Platz. Ja, was für ein Film. Man merkt wirklich die Jahre, die du damit verbracht hast, glaube ich, weil du diesen Geist dieser Zeit ziemlich gut und vielleicht auch sogar, das Wort wird viel zu oft gebraucht, authentisch eingefangen hast. Wie haben die Leute reagiert, die damals dabei waren, die den Film dann ja irgendwann gesehen haben? Ganz unterschiedlich. Also, es ist ja eine große Herausforderung, diesen Stoff zu fiktionalisieren. Also wir haben es ja trotzdem mit einem Spielfilm zu tun. Und also ich habe am Anfang ja schon gesagt, wann ich begonnen habe, darüber nachzudenken. Und dann war aber lange die Frage, also glücklicherweise habe ich in dem Produzenten des Films, dem Ingo Vlies, der kommt aus der Oberpfalz, der ist älter als ich, der hat auch in Wackersdorf demonstriert, dem war das eben auch ein starkes Anliegen. Aber wir haben gesagt, okay, wie erzählen wir diesen Film? Stand denn zur Debatte, jemals einen Dokumentarfilm draus zu machen? Also
Für mich nicht, weil ich halt kein Dokumentarfilmregisseur bin und da gibt es ja auch ganz tolle Filme auch schon. Also wir haben ja auch hier, viele von Ihnen kennen vielleicht natürlich, also Spaltprozesse von Klaus Striegel und Bertram Verhaag haben wir eben Ausschnitte in dem Film drin auch. Und es war halt lange die Frage erstmal, gut, welcher dramaturgischen Konzeption, für welche entscheiden wir uns? Weil man kann natürlich den Widerstand in Wackersdorf oder die Geschichte aus der Perspektive eines, sage ich mal, einer bayerischen Landfrau erzählen oder man kann eben wirklich mit ökologischen Aktivisten oder autonomen Aktivisten oder aus der Perspektive eines Polizeibeamten könnte man genauso erzählen. Und wir haben uns eben für diesen Protagonisten entschieden, für den Hans Schulrer, also eine reale Person, die auch heute noch lebt und der natürlich eigentlich ein ganz untypischer Demonstrant ist, sage ich mal. Ja. Es ist ein konservativer Mensch, ich würde mal sagen, so aus der bürgerlichen Mitte, ja. Egal ob Sozialdemokrat oder nicht, aber sehr bürgerlich, sehr gläubig an das System. Und ich dachte, das ist aber ein interessanter Held, weil seine Wandlung vom Befürworter zum Gegner ist eigentlich, wie soll ich sagen, erzählerisch auch interessant, weil es sozusagen weniger ein Lagerdenken dann ist, ne? Also die immer schon dagegen waren, die immer schon dafür, sondern wir sehen, dass jemand, der in seinem tiefsten Inneren ein Demokrat ist und an den Rechtsstaat glaubt, eine Erschütterung erfährt, die ihn dazu bringt zu sagen, ich habe mich geirrt. Und das finde ich für die heutige Lesart oder was uns die Beschäftigung mit dem Thema heute gibt, also nicht nur als historische Aufarbeitung, eigentlich den interessantesten Aspekt, ne? Also den Mut, den würde man sich ja oftmals wünschen von heutigen Politikern. Jetzt wäre für mich die Frage, inwieweit habt ihr komprimiert, habt ihr fiktionalisiert auch bei dieser Figur? Mhm. Weil ich nehme an, dass ja auch nicht alles dokumentiert ist, sondern dass ja auch vieles über Gespräche stattgefunden hat in der Recherche, wo natürlich eine heutige Sicht auch stark mit reinfließt. Also wir haben ganz eng von Anfang an mit dem Hans Schulrer zusammengearbeitet, der ist ja heute auch schon im hohen Alter, also ist jetzt 88, als wir begonnen haben, war er 81. Seine Frau hat damals noch gelebt, ist im Lauf der 7 Jahre dann verstorben, die hat den Film, die Uraufführung nicht mehr erlebt. Wir waren mit Klaus Bössenecker, der heute auch noch in Nürnberg lebt, auch natürlich pensioniert und im hohen Alter, aber immer noch als juristischer Beirat für sehr viele Bürgerinitiativen im Franken aktiv. Mit denen hatten wir allen Kontakt und auch mit der Irene Sturm, also eine Mitbegründerin der Bürgerinitiative, die sozusagen die Vorbildfigur für die Monika ist. Interessanterweise die Anna-Maria Sturm, die diese Rolle spielt, der Monika, ist die Tochter von der Irene Sturm. Also sie kommt tatsächlich aus Schwandorf und das ist eben auch sehr interessant. Da greift professionelle Schauspielerin, muss man so sagen. Ja. Und da greift halt vieles ineinander, weil die Anna-Maria hat gesagt, wir haben in der Schule überhaupt nichts mehr über Wackersdorf gelernt. Überhaupt haben wir gemerkt, dass die jungen Menschen oder Schüler in der Oberpfalz heute nichts mehr wissen darüber. Und dass sie sich eben auch ganz stark mit dem, eigentlich erstmal mit der Rolle ihrer Mutter darüber auseinandergesetzt hat und weshalb ihre Kindheit immer im Schneeanzug im Wald stattgefunden hat, hauptsächlich als Kleinkind, was sie eher schlimm fand. Genau, aber wir waren da sehr früh im Austausch und Fiktionalisierung, also es ist nichts erfunden, was hier erzählt ist, aber es ist komprimiert. Weil es natürlich da auch Strecken gibt, die dann vielleicht erzählerisch für einen Film eher eine Durststrecke sind oder auch ein Gesetzgebungsprozess zum Beispiel. Ne? Wie erzählt man einen Gesetzgebungsprozess im Film? Das ist natürlich fiktionalisierend oder dramatisch zusammengefasst in dieses Gespräch in der Staatskanzlei. Das hat natürlich, finden da Lesungen statt und so weiter, aber das ist natürlich kein Prozess, der unbedingt für einen Film interessant ist. Bevor ich meine anderen Fragen zu Schulrer weiterstelle, wenn du jetzt sagst, dass ja auch eine Generation heute im Grunde wahrscheinlich sich nur über diesen Film darüber informieren wird, gerade auch in der Region, wenn du sagst, das ist komprimiert, inwieweit, wenn man das dann quasi als plötzlich im Geschichtsunterricht dann irgendwann mal anschaut, hast du Angst davor, dass das dann ja zu sehr für bare Münze in allen Aspekten gehalten wird, ist da so, also das der Anspruch an den historisierenden Spielfilm quasi, der ja ein bisschen natürlich verfälscht durch die Komprimierung,
Ich glaube nicht, dass er etwas verfälscht. Ich glaube, dass es nur komprimiert. Und natürlich haben wir uns entschieden, also mir war es wichtig, was blieb mir von Wackersdorf auch in meiner Kindheit in Erinnerung? Und das waren natürlich die Bilder der Gewalt am Bauzaun, die ja auch von der Seite der Staatsregierung und so weiter propagandistisch auch missbraucht wurden, wenn es überhaupt Bilder gab. Ja? Und ich habe gedacht, okay, also eine fiktionale Darstellung von realen Dingen, die passiert sind, auch von Gewalt, das will ich nicht machen. Ich glaube da generell im Film nicht dran, dass eine künstlich inszenierte Gewalt an so eine Realität, die ja so aus der Normalität heraus meistens entspringt, widerspiegeln kann. Ich habe gesagt, ich möchte die Aspekte erzählen, die bisher nicht beleuchtet sind. Und das ist das politische Ränkespiel und das ist das undemokratische Verständnis dieser Zeit, also von der Regierung Strauß und der industriellen Kreise Anfang dieser, bis Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, die uns eben für heute, wo wir ja auch mal wieder von Demokratiemüdigkeit oder Erschütterung der Demokratie sprechen, eigentlich ein ermutigendes Beispiel sein können, wie man sich gegen so eine Beugung des Rechts, Beugung der Demokratie zur Wehr setzen kann. Und das ist das, was mir das Erzählenswerte ist für heute. Und dass es eine Geschichte ist, die sozusagen nicht nur im Kontext Deutschland oder Bayern zu verstehen ist, sondern dass im besten Falle die Geschichte, also wir hatten eine kleine Amerika-Tour auch mit dem Film und es war sehr interessant, wie der Film dort rezipiert wurde. Und die Geschichte dieses Mannes, der das Unrecht erfährt, begreift und sich entscheidet, dagegen zu handeln, ist, glaube ich, eine universelle Geschichte. Klassische Heldengeschichte. Für überall, ne? Ja. Klar. Ich habe natürlich provokativ gefragt mit der Verfälschung, weil ich natürlich auch auf diesen Aspekt Spielfilm, dokumentarisches Material eingehen wollte an der Stelle. Du hast dich ganz bewusst für dokumentarisches Material entschieden, hast du ja auch gerade gesagt, das Originalmaterial, man sieht es auch, 4:3 im Vergleich zum Format, das du dann für den fiktionalen Teil hast. Erzähl erstmal, gab es wahnsinnig viel Material, durch das du dich wühlen musstest? Oder war das so, dass man das eher suchen musste? Und wonach hast du ausgewählt? Also ich wollte von Anfang an nicht, dass der Film zu gleichen Teilen dokumentarisches und fiktional ist. Also dass es nicht ein Dokudrama wird, wie sie das vielleicht auch im Fernsehen sehr beliebt mittlerweile sehen, sondern es ist ein Spielfilm. Und plötzlich schleicht sich die Realität ran. Und zwar an den Stellen, wo man denkt, das kann doch nicht wirklich gewesen sein, aber es war so. Ne? Also zum Beispiel war für mich auch ganz wichtig, diese Luftaufnahme von der Dimension des Projektes, des Bauplatzes zu sehen. Und natürlich, das hätte man viel mehr noch zeigen können, aber die gewaltsamen Polizeieinsätze. Da gab es viel Material zu sichten. Wie viel? Auch das kann ich gar nicht mehr so sagen. Vor allem auch sehr interessant, über welche Quellen wir gekommen sind. Auch sehr viel so Amateuraufnahmen einfach oder von Medienwerkstätten aus der Region, die ganz wichtig waren, weil das ist ja auch wichtig zu wissen, dass zum Beispiel der BR ja über die Ereignisse in Wackersdorf nicht berichtet hat. Also auch, wirklich gar nicht? Nein, es wurde darüber nicht berichtet, es wurden keine Bilder gezeigt. Warum? Naja, also offiziell warum? Weil die Politik sich dafür, die Regierung sich stark gemacht hat, die Landesregierung, das darüber nicht berichtet. Einflussnahme tatsächlich. Tatsächlich Einflussnahme, ja. Und deshalb gibt es von der Seite wenig Material. Also drum ist so Leuten wie Bertram Verhaag und Klaus Striegel, die ja wirklich noch mit der Filmkamera ins Geschehen reingegangen sind. Also eigentlich ist es wirklich diesen Menschen zu verdanken, dass überhaupt dokumentarisches Material vorhanden ist, weil die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten, zumindest Bayern, nachher hat sich es ja auch geändert, also es gab ja große Berichterstattung bei Monitor und so dann, aber der BR hat sich da also keine Lorbeeren verdient. Im Abspann steht zu lesen, dass sogar drei Menschen das Leben verloren. Das hat mich total entsetzt und überrascht. Also davon wusste ich überhaupt nichts. Magst du uns erzählen, was das für Hintergründe waren? Also es ist ein Polizeibeamter, der mit dem Hubschrauber abgestürzt ist und dabei ums Leben kam. Eine ältere Dame, die an einem Herzanfall gestorben ist am Bauzaun, und ein jüngerer Mann,
der infolge des Gaseinsatzes, also der hat ein Lungenleiden und er hat darüber einen Anfall bekommen und ist im Krankenhaus verstorben. Also es wurde jetzt da niemand erschossen, aber es sind sozusagen, aber es sind die Menschen sind sozusagen an den Konsequenzen dieser Einsätze verstorben. Und auch darüber ist nicht berichtet worden. Nein. Also jedenfalls bis heute wird auch gibt es auch Leute, die sagen, dass diese Frau den Herzanfall hatte, das hat nichts damit zu tun, dass da ein Polizeieinsatz war oder so. Also das sind doch Parallelen zum Hambacher Forst. Ja. Oder ist das überspitzt? Wir hatten es nicht darauf angelegt, dass wir 7 Jahre gebraucht haben, diesen Film zu realisieren, weil das ist ja auch ein sehr mühevoller Prozess und man denkt manchmal auch, man schafft es nie. Ich habe dazwischen auch noch einen anderen Film gemacht und dann haben wir es aber doch hinbekommen und dann kam der Film ja raus im vergangenen Herbst und das war ja gerade der gleiche Zeitpunkt, als die Demonstration, die Auseinandersetzungen im Hambacher Forst so hochgekocht sind, dort die Polizei auch so zugegriffen hat. Und wir hatten auch im Folge der Kinotour am Abend vor der großen Demonstration, als auch dann das Demonstrationsverbot im Hambacher Forst aufgehoben wurde und auch dann sozusagen der Rodungsstopp vom Gericht verkündet wurde, der vorläufige, haben wir die Vorführung gemacht dort in Kerpen, dieser Ort dort, ich weiß es gerade nicht, wie er heißt, im Kino mit den Bürgerinitiativen. Und es war eigentlich erschreckend, wie sich die Bilder ähneln, wie die Schikanen die ähnlichen sind, denen sich die Bevölkerung dort ausgesetzt fühlt. Mit 30 Jahren ist, Abstand. Aber vor allem auch die Spaltung, die durch die Bevölkerung geht. Und das ist ja auch ein großer Thema des Films. Und das habe ich jetzt dort im Hambacher Forst auch von verschiedenen Seiten gemacht, erzählt bekommen oder habe es gespürt. Das ist eigentlich eine der größten Schuld, die bayerische Staatsregierung auf sich geladen hat, dass sie die Region gespalten hat und auch nach dem Baustopp nichts dafür getan hat, diese Region wieder miteinander zu versöhnen. Und als wir 2 Wochen vor Drehbeginn, oder nicht 2 Wochen, 3, 4 Wochen vorher, haben wir das große Komparsencasting für die Statisterie gemacht, ne? Dort in der Oberpfalz. Wir haben ja alles in der Region gedreht. Und da kamen 800 Leute und wir haben die gecastet und so. Und alle, also fast jeder hat irgendwas mitgebracht gehabt aus der Zeit, ja, Plakate, Aufkleber und so weiter. Und jeder hat seine eigene Wackersdorf-Geschichte erzählt, aber nicht so sentimental, sondern wahnsinnig emotional, oft sehr verletzt. Und da haben viele immer noch geheult, als sie die Geschichten erzählt haben, dass sie zum Beispiel eine Frau, die sehr viel dann auch als Statistin vorkommt, in einem, weiß ich nicht, in, ich glaube, 150 Einwohner-Dorf gelebt hat. Und sie war die Einzige, die gegen die BRA war und sich bei den Protesten angeschlossen hat. Und die musste schließlich aus dem Dorf wegziehen und hat bis heute das Dorf nicht mehr besucht. Und solche Schicksale oder Geht oder auch durch Familien wahrscheinlich, ne? Durch Familien, durch Freundeskreise. Und dass einfach Menschen nicht mehr auch miteinander gesprochen haben deshalb. Und sie sind Totgeschwiegen auch dann dort? Oder gab es dann nochmal eine Aufbereitung, irgendwie so Gesprächsversuche, die Schuira vielleicht initiiert hat oder so? Gab es sowas? Also in echt, meine ich jetzt? Also man muss natürlich auch sagen, also Hans Schuira ist halt eine interessante Figur, weil er die Vielfältigkeit des Widerstands von christlichem Widerstand, ökologischem Widerstand, Widerstand von außerhalb, der gekommen ist, zusammengeführt hat, weil er so eine Integrationsfigur war. Hinter dem konnte auch die bayerische Landfrau sozusagen gehen und es haben sich Leute zusammengefunden, die sonst vielleicht nicht mal miteinander geredet hätten. Und man muss aber auch sagen, dass als das Projekt dann, und das hat natürlich in der Region auch sehr viel verändert, zum Beispiel haben die Frauen eine ganz wichtige Bedeutung im Wackersdorf-Widerstand. Und es hat sich auch das Frauenbild und das Rollenverständnis in der Zeit in der Region sehr gewandelt. Als dann das Projekt vom Tisch war und der Widerstand vorbei war, waren natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, ja, jetzt ist gut, jetzt haben wir das geschafft, jetzt soll aber bitte wieder alles so sein, wie es früher war. Ja?
Das ging aber nicht mehr. Und darüber muss man sagen, da gab es dann auch viele Auseinandersetzungen innerhalb der verschiedenen Flügel des Widerstands, der dann auch nicht mehr, sag ich mal, in so einer großen Geschlossenheit danach vielleicht weiter agiert hat. Aber für diese Zeit und für diese Jahre, und es waren ja doch Jahre, ja, hat es funktioniert. Und vor allem auch deshalb, dass man sich halt verständigt hat auf einen Konsens, warum man das gemeinsam tut, so unterschiedlich man auch ist. Und das ist für mich auch ein sehr ermutigendes Beispiel für Demokratie. Ja, also sich für einen Konsens zu finden, für eine Sache. Deswegen würde ich ganz gerne noch ein bisschen expliziter auf die unterschiedlichen Rezeptionen des Filmes eingehen. Vielleicht zuallererst, ich nehme mal an, du wirst, bevor der Film beim Filmfest München dann seine Premiere hatte, dem Hans Schulrer das mal vorab gezeigt haben, oder? Nein, tatsächlich nicht. Also der Hans Schulrer hat, wir waren eng mit ihm in der ganzen Vorbereitung und er hat natürlich das Drehbuch gelesen, musste dann natürlich auch seine, wie sagt man, Zustimmung geben, persönlichkeitsrechtlich. Er hat den Film auch nicht gesehen und er hat sich auch nie eingemischt, was im Drehbuch anders geschrieben werden soll oder so. Also er wollte auch keine Einflussnahme, er hat uns da größte Freiheit gegeben. Er hat den Film zum ersten Mal bei der Premiere in München gesehen. Was der Eröffnungsfilm der Sektion Neues Deutsches Kino war und in München natürlich doppelt bedeutsam. Genau, und Hans Schulrer wurde dort ziemlich stark gefeiert. Standing Ovation. Und er war dann in der Hinsicht sehr bewegt, hat vor allem gesagt, und das hat mich halt gefreut, weil daran haben wir auch mit dem Johannes Zeiler, mit dem Darsteller des Hans, so viel gearbeitet, hat er halt gesagt, er ist überrascht, dass es möglich ist, dass ein anderer Mensch sein Innenleben so darstellen kann. Das hätte er nicht gedacht. Jetzt ist natürlich das Filmfest München ein zutiefst auch politisches. Markus Söder hat zum Beispiel gerade das Budget verdoppelt, weil er sich mit diesem Festival schmücken will. Jetzt hat dieser Film dort zufällig auch noch den Publikumspreis gewonnen. Und Strauß ist sein erklärtes Vorbild zum Beispiel. Wie waren die Reaktionen? Gab es da Menschen aus diesem CSU-Umfeld, die sich auch dazu geäußert haben? Also es gab niemand, der im Vorhinein versucht hat, diesen Film zu verhindern, sage ich mal. Ja, das gab es nicht. Aber es war schwierig, das Geld zusammenzubekommen. War der BR dabei? Bitte? War der BR dabei? Der BR war nach langem Zögern dann dabei. Im Vorhinein haben wir viel Recherche gemacht, wollten auch halt viel in Archive der Staatskanzlei. Das wurde immer abgeblockt mit der Begründung, die haben immer gesagt, ja, wenden Sie sich an die Zentrale für politische Bildung, hieß es immer. Und da gab es keinen Austausch. Aber nicht wegen uns, sondern der wurde einfach nicht geführt. Und im Nachhinein, als der Film dann rauskam, haben wir begleitend bei der Kinotour viele Podiumsgespräche auch gemacht, haben uns immer um CSU-Mandatsträger bemüht, aus der damaligen Zeit oder von heute auf regionaler oder Landes- oder Bundesebene ja auch. Also Zimmermann war ja damals Bundesminister, ja. Sehr brisant, ja. Und wir haben einfach, es hat niemand an diesen Veranstaltungen teilgenommen. Wir haben von Seiten der CSU es war nie jemand auf dem Podium. Also das, ja. Podien ist das Stichwort zum Thema Rezeption. Ganz viele deiner Vorführungen auf der Kinotour oder im Rahmen, ich weiß gar nicht, ob das alles Kinotour war, aber es gab viele Diskussionen, die dann dazu inszeniert worden sind, natürlich die auch aktuelle Bezüge dann logischerweise hatten, bis hin zu Stuttgart 21 auch, Hambacher Forst, das war ja gerade so sehr, sehr brisant zu dem Zeitpunkt. Und die Frage ist, inwieweit hast du Angst gehabt, vereinnahmt zu werden? Und wie waren deine Erlebnisse, deine Erfahrungen bei diesen Podiumsdiskussionen? Eigentlich Angst vor Vereinnahmung nicht. Ich meine, der Film ist tendenziös, aber das ist auch meine Absicht. Also. Klar, aber es gibt natürlich noch viel ideologischere Grundhaltungen von Aktivisten. Interessant, sage ich, die größten Auseinandersetzungen gab es halt, dass sich bestimmte Gruppen nicht ausreichend gewürdigt gefühlt haben in dem Film. Aber das habe ich auch immer gesagt, wir machen nicht, also dieser Film ist keine Chronik über den WAA-Widerstand in seiner Gesamtheit, sondern er beleuchtet einen bestimmten
Aspekt an einer bestimmten Figur und er schafft es im besten Falle, über ein Zeitdokument hinaus uns etwas über zivilgesellschaftlichen Mut und Demokratieverständnis für heute zu erzählen. Und da würde ich mal sagen, hat sich auch seit der Premiere des Films bis heute die Situation ja eher verschärft, auch bei uns. Also auch wenn es jetzt nicht, 1:1 ist natürlich ist der Hambacher Forst nah, aber die Auseinandersetzung, wie viel wert ist uns unsere Demokratie und wann ist es Zeit, dass die zivilgesellschaftliche zivilgesellschaftliche Kraft die Verantwortung übernimmt, wenn die Demokratie unter Beschuss steht. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns massiv für die nächsten Jahre. Und deshalb ist die Figur von Hans Schulre auch so interessant, weil man braucht sich nichts drüber vormachen, ob die Demokratie weiter existiert oder nicht. Das entscheiden nicht die linken oder die rechten Ränder, sondern das ist immer die Entscheidung, für was sich dann die bürgerliche Mitte irgendwann entscheidet. Und das ist völlig offen. Wie wichtig ist es dir als Filmemacher, eine, ich sag mal, Haltung zu vermitteln, vielleicht sogar eine Botschaft, also das, was ein Dokumentarfilm natürlich viel stärker machen muss, wenn er sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Willst du quasi, dass man mit einer Erkenntnis und im Idealfall einer Handlungsaufforderung das Kino verlässt? Also das Wort Haltung, das finde ich ganz wichtig. Also das ist so für mein Arbeiten, wenn ich mich überlege, dass ich so viel Zeit in ein Projekt stecke, so viele Jahre oder generell Energie, das kann nur was sein, was mich beschäftigt und zu dem ich eine Haltung habe. Und es ist ein Beruf, denn man zeigt einen Film auf einer Leinwand, Leute gucken zu, es ist Öffentlichkeit, es ist natürlich immer ein politischer Aspekt, egal welches Thema man erzählt. Und Botschaft, wäre mir zu wenig. Also wenn meine Arbeiten es schaffen, bei den Menschen Haltungen hervorzurufen, dass sie eine eigene Haltung entwickeln, dann wäre ich schon sehr dankbar. Also ich glaube da ja auch bis heute, also auch bei anderen Filmen, den Film davor, den ich gemacht habe, Ein Geschenk der Götter, da ging es um Langzeitarbeitslosigkeit. Ich glaube an eine empathische Kraft des Kinos. Ich glaube, dass wir im Kino manchmal bessere Menschen sind als in der Realität, weil wir uns Dingen aussetzen, 2 Stunden, wo wir sonst vielleicht weggucken draußen oder schnell weggehen können. Da gucken wir es uns 2 Stunden an und wir müssen uns damit beschäftigen. Und ich glaube, dass das Kino und Filme gucken, vor allem auch im Kinokontext, ein Empathietraining ist. Und dem Empathietraining, dem widme ich mich gern. Also es ist schön, dass das Kino uns zu besseren Menschen macht. Sie wurden gerade angesprochen, wenn Sie Fragen haben, dann komme ich gerne mit dem Mikro zu Ihnen und gleich mehrere. Das wundert mich natürlich bei dem Film nicht. Bitte schön. Ladies first. Ja, also ich wollte nochmal auf den Aspekt eingehen, der am Anfang genannt wurde. Also da wurde ja diese Figur Schulre oder wie er heißt, dargestellt als jetzt so eine Art Heldenfigur und das ist sowas, was mich sehr interessiert. Also warum ist es so toll oder wird es so gefeiert, wenn jemand, so ein verirrter Mensch, sich dann auf einmal wandelt? Also das habe ich schon ganz oft irgendwie auch in der politischen Praxis erlebt. Ne? Also die Leute, die vorher irgendwie anders gedacht haben, sich auf einmal verändern. Und die werden dann auf einmal total gehypt und werden so gefeiert, ne? Während andere, die irgendwie jahrelang ihren Widerstand klein, klein, klein gemacht haben, die gucken dann manchmal so ein bisschen blöd und denken, ja, wieso der jetzt? Ne? Das ist wie so der absolute Bundeswehrsoldat, der dann irgendwann in die Friedensbewegung gegangen ist und das ist dann so der Held. Ja? Und also das interessiert mich schon, warum genau so eine Figur dann so besonders gut ankommt. Ich meine, ein bisschen kam es vielleicht so zur Sprache, weil er vielleicht so eine bestimmte Integrationsfigur ist oder vielleicht verschiedene Menschen zusammenbringt, aus verschiedenen Lagern auch. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber es hat schon so einen blöden
Beigeschmack auch oder hinterlässt es oft bei den Leuten, die jahrelang Widerstand leisten und eben nicht so gefeiert werden. Das war so das, was mich dann nochmal interessiert. Warum gerade der? Also warum er in Realität so oder warum wir uns für die in der Erzählung dafür entschieden haben oder beides? Beides. Also Realität, klar, erstmal Realität, aber auch das wird ja, die Realität wird ja durch diesen Film nochmal aufgewertet. Ja, auch. Ja. Also in der Realität würde ich sagen, weil ich es, also die Frage ist ja immer vom Saulus zum Paulus oder wie man dann immer so sagt, das ist ja das, was da ist. Die Frage ist, wie glaubhaft ist das, ne? Also bei ihm würde ich sagen, ist es sehr glaubhaft, weil er sich sozusagen mit Menschen auseinandersetzt, die für ihn wirklich, also er hat keine Scheu gehabt vor einem, wie soll man sagen, sein ihm vertrautes kulturelles, in Anführungszeichen kulturell, das Umfeld zu verlassen, ne? Und neue Verbündete zu suchen oder sich darauf einzulassen und sich vielleicht auch was sagen zu lassen. Und das finde ich in dieser Zeit schon eine Leistung, ja? Und das auch öffentlich zu vertreten. Und man darf auch nicht vergessen, na klar, jemand, der 20 Jahre ökologischen Widerstand leistet, natürlich hat er eine große Leistung gebracht, aber seine Leistung, und darum ist er sozusagen als theatrale Figur interessant, seine Leistung ist, dass jemand mit, und das damals noch, also Anfang 50 oder Mitte 50 war er damals, sich entscheidet, alles zu riskieren. Also ich meine, der hat ja alles riskiert. Rente, der hätte alles verlieren können. Also wenn... Das war so. Und das Gesetz wurde ja extra gebeugt, diese Lex Schulrer wurde durchgeführt, wurde nur einmal angewandt, nämlich bei Hans Schulrer. Ja? Also man wollte diesen Mann einfach zerstören. Und dass er das durchgehalten hat, also hier ist es halt jetzt auch so kurz, aber diese Disziplinarverfahren, die gingen ja über Jahre. Ne? Also insofern ist es, glaube ich, das schon, was in der Realität beeindruckend war und jetzt für mich, warum ich mich in dem Film dafür entschieden habe, ihn so ins Zentrum zu rücken, also ist natürlich diese theatrale Kraft, die so eine Figur hat, aber auch, weil man, das muss man ja auch sagen, also viele haben, also das Projekt kommt ja irgendwie in die Oberpfalz daher, weil man denkt, die Oberpfälzer wehren sich nicht. Und auch, was die Oberpfälzer auch erfahren haben, als dann Widerständler auch schon Erfahrene aus anderen Regionen gekommen sind, die gesagt haben, wir haben den Oberpfälzern beigebracht, wie es demonstrieren geht. Und darum geht es auch um diese Anfangszeit, zu zeigen, dass das eben nicht der Fall war, dass der Widerstand am Anfang wirklich ganz stark von alten Leuten getragen war, tatsächlich häufig so mit einem christlichen Hintergrund auch. Ja, viele Leute, die auch die Kriegserfahrung hatten. Hans Schulrer, ganz wichtig, sein Vater ist im Konzentrationslager Flossenbürg interniert gewesen als Gewerkschafter. Also der hat auch sozusagen eine Erfahrung mit Totalitarismus. Und das war mir eigentlich so wichtig, ne? Also zu gucken, wie entsteht aus einer Region, und drum, manche sagen auch, der Film hat was von einem Heimatfilm, finde ich eigentlich ganz gut, ja. Ich habe mich da auch viel aufgehalten dort und recherchiert, um diese Region kennenzulernen. Ich kannte sie nicht, also ich komme aus München, das hat nichts zu tun mit der Oberpfalz. Ja, also sozusagen einen Film über eine Figur zu erzählen, wo man denkt, die ist eigentlich grundsätzlich nicht für ein widerständlerisches Leben gemacht, weder intellektuell noch von seiner Sozialisation. Und trotzdem passiert es. Das war, vielleicht kann ich es so erklären. Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, zum Beispiel, als wir so auf Widerstände gekommen sind, auch in der Finanzierung, habe ich mal kurz drüber gedacht, machen wir doch eine Serie, Wackersdorf. Jetzt, wie auch immer, jetzt mal rein. Also, wer hätte das gemacht? Keine Ahnung. Aber das wäre natürlich auch interessant gewesen, ne? Man hätte den Aspekt, da hätte man in einem Serienformat vielleicht die Perspektive erzählen können von den verschiedenen Gruppen oder auch von Polizeibeamten oder sowas. Ja. Ich bin Jahrgang 67, Regensburg aufgewachsen und mit ungefähr 17 Jahren zu diesem Widerstand gekommen. Vorher war ich bei ein paar anderen politischen Gruppen in Regensburg, aber die BIWAG, da
Die hat so viele Gruppen gesammelt damals in Regensburg. Natürlich ist man immer nach Wackersdorf gefahren. Ich finde, was dieser Film recht gut getroffen hat, ist die Impertinenz dieses Staates recht für sich zu beanspruchen. Und so war dann auch unser Bild vom Staat, so fühlten wir uns auch von der Polizei behandelt. Und ich finde, der Film hat das recht gut getroffen. Dieser Staat beugt Recht für sich. Und wir haben als junge Menschen eigentlich gelernt, das Recht ist nur für die Mächtigen da, aber nicht für uns. Das war eine ganz wesentliche Erfahrung. Ich habe mich auch vom Platz abschleppen lassen. Die dürfen Schimpfwörter verwenden, wie sie wollen. Sie dürfen einen als Drecksau bezeichnen. Diese 2:1 werden immer Recht bekommen. Das war für mich eigentlich eine grundlegende Erfahrung. Und daraus generiert sich eben auch eine grundlegende Einstellung gegen den Staat, weil der Staat ein diktatorischer Staat war. Und das ist jetzt in Wackersdorf rausgekommen. Aber ich meine, ich hatte natürlich mit dieser Generation, Männergeneration, vom Schulrennen ein massives Problem, weil sie sich damit identifiziert haben. Die haben ja alle CSU gewählt. Sie haben sich alle im Recht gefühlt und sie haben sich auch alle als Saftsäcke, sage ich mal, wirklich so aufgeführt. Man hatte dort also wenig Chancen, irgendwie mal zu vernünftigen, argumentativen Austausch zu kommen. Und ich finde, dass dieser Film das so von der Emotion her recht gut widerspiegelt, ne? Muss ich sagen, ja. Ich würde das auch gerne ergänzen, was Sie sagen. Also es freut mich, dass Sie das sagen, natürlich, wenn Sie selber aus der Region kommen. Und ich glaube auch, beim Herrn Schürer, ich bin mir gar nicht sicher, ob man bei ihm sagen kann, hatte der ein ökologisches Bewusstsein oder so, oder war der wirklich Nuklearkraftgegner, ja, wurde es vielleicht. Aber die Schlüsselerfahrung, ist, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, ist sozusagen der Rechtsstaat und der demokratische Staat, an den er doch stark geglaubt hat, wird gebeugt. Und diese Erfahrung macht ihn zum Widerständler. Weniger die inhaltliche Überzeugung. Hans Schürer ist auch verantwortlich, dafür muss man auch sagen, dass eine ganz große Müllverbrennungsanlage in der Oberpfalz gebaut wurde, die, ich glaube, bis heute noch dort giftig verbrennt. Ja? Also nur mal, um das zu sagen, aber diese Erfahrung, also von Rechtsbeugung und eines die Erfahrung fast eines Art Unrechtsstaats, ja, oder der sich ein demokratischer Staat, der sich aber wie ein Unrechtsstaat plötzlich aufführt, das ist das Schlüsselerlebnis für ihn. Also, ja, fand ich auch, also gut dargestellt, also dass genau diese Rechtsbeugung, und darum geht es ihm, ne? Also ich habe mir damals zur WAA-Technologie, da gab es schöne Bücher von der Gruppe Ökologie und zur WAA und Entsorgen, da hat man sich also in 3 Bänden 900 Seiten durchlesen können, das habe ich gemacht. Viele meiner Widerstandskollegen glaube ich leider nicht. Es ist schon richtig der Standpunkt, man hätte diese Prüfungsverfahren einfach nur ernsthaft durchführen müssen. Ja, und man wusste völlig klar, also diese Blättchen fand ich auch gut im Film, die gezeigt wurden, die waren einfach keine Information, das war Hanebüchen, ja, im Verhältnis zur Komplexität dessen, was geplant war. Es fanden Vorträge an den Universitäten in Regensburg statt, wo der genaue Extraktionsprozess, ich weiß noch, ich habe noch einen Physiker im Gedächtnis, der gesagt hat, das ist so hoch radioaktiv, diese Flüssigkeit, die da durch die Rohre geht, dass diese Flanschverbindungen nicht mit Gummi gedichtet werden können. Das heißt, es tropft die ganze Zeit in dieser Anlage. Ne? Fand ich recht eindrücklich. Also wurde bis ins Letzte alles erörtert. Ne? Und, das, was Sie beschreiben, ist ja bis heute in Le Hague Realität. Dort haben wir genau die Situation, dass es kein Material gibt, die dieser Belastung standhält, und es dort Millionen Kubikmeter radioaktiv verseuchten Wassers gibt, das gelagert wird oder eben im Atlantik einfach abgeleitet wird, worüber keiner spricht. Ja? Und was ich nur eins noch kurz sagen wollte dazu, Sie hatten es gerade gesagt, das ist wäre eigentlich noch ein schöner Aspekt in dem Film gewesen, den wir nicht mehr erzählen konnten, aber es ist ja wichtig, der Vollständigkeit halber zu wissen, dass alle diese Teilerrichtungsgenehmigungen, die der Staat, die Bayerische Staatsregierung so schnell erlassen hat, weil sie dachten, wenn das Ding mal steht, dann steht's. Ja? Keine einzige dieser Teilerrichtungsgenehmigungen hat die juristische Prüfung überlebt. Sie wurden alle von den höheren Gerichten für ungültig erklärt im Nachhinein, durch die vielen Eingaben der Bevölkerung, wie jemand, Klaus Börsenegger, also es war einfach auch juristisch
überhaupt nicht sauber gemacht. Man wollte das einfach durchdrücken. Also insofern, es hat die Zivilgesellschaft hat funktioniert und wenn man es so sagt, zumindest auch ein Teil der Justiz. Zwar nicht der Justiz, die in der Bestrafung der Protestierenden sich ja auch dann mit Berufsverboten und sonstigen auch sich darin geäußert hat, aber dass diese Teilerrichtungsgenehmigungen alle für ungültig erklärt wurden, ja, also das gehört auch noch zu dieser Geschichte natürlich. Bevor da gleich die nächsten Fragen sind, kurz die Zwischenfrage: Der Vertreter der Atomlobby und diese Gesellschaft, die dahinter steckt, kannst du da ein bisschen erklären? Gab es die in echt so? Hast du ja, da die verdichtet? DWK ist dieses Konsortium gewesen. Die DWK gibt es in dieser Art und Weise heute nicht mehr. Aber sie ist aufgegangen, auch wichtig zu wissen, sie ist heute ein Teil von E.ON. Und sie hat auch immer noch Geschäftsberichte und komischerweise, also und Bilanzen und so weiter, obwohl sie gar keine aktive, wie sagt man, also sie agiert nicht mehr. Sie ist eigentlich ein ruhendes Unternehmen. Keine Ahnung, was über dieses Unternehmen alles gemacht wird. Die Figur, E.ON sich geäußert? Hat E.ON sich geäußert? Mit E.ON haben wir da nicht gesprochen. Das war jetzt erst in Folge der Kinotour, als wir in Lüchow waren. Die sind natürlich da alle sehr geschult und die konnten mir natürlich sofort sagen, wie da die juristische aktuelle Situation mit der DWK ist, dass es da immer noch Geschäftsberichte gibt, obwohl eigentlich dieses Unternehmen nichts mehr macht. Man muss nur sagen, hier zum Thema Fiktionalisierung, die Figur von dem Billinger, also in dem Zeitraum, in den Jahren, in denen die DWK in Wackersdorf aktiv war, gab es 4 solche Vertreter vor Ort. Die haben sich immer abgewechselt. Das ist jetzt sozusagen dem Film gegenüber geschuldet, dass wir das auf eine Figur reduziert haben. Ja. Aber wollte ich auch sagen, sehr, sehr gut getroffen. Du mit dem Schauspieler, richtig ekelhaft, schmierig, sozialpädagogisch ausgebildet. So kenne ich die Führungskräfte aus den heutigen Betrieben. Das ist hard work, hard play. Ansonsten wollte ich persönlich fragen, wegen den Diskussionen, die Sie im ganzen Republik als auch in den USA hatten, inwieweit kam dann von den Leuten, die mitdiskutiert haben, auch Sachen in Verbindung mit den Polizeigesetzen oder Bundeswehr im Innern und so weiter, die Verschärfung des Staatsapparats, die Exekutive, die gegen uns aufgebaut wird, weil zum Beispiel hier in Frankfurt, weiß nicht, ob Sie es wissen, aber da haben wir massiv Probleme auch mit Nazis, Faschisten in der Polizei. Die NPD hat seit den 90ern aufgerufen, ihre Mitglieder geht in die Bundeswehr. Also wegen dem Staatsapparat, weil hört sich so an, früher, oh schön, schlimm war es, aber heutzutage sind wir besser. Aber da kennt man ja die in Hamburg, die G7. Ja. Und so. Naja, und in Bayern haben wir das verschärfte Polizeiaufgabengesetz auch seit vergangenem Jahr. Also Herr Söder, der sich ja jetzt so kreidefressend generiert, hat da ja ganz andere Töne angeschlagen. Und man muss ja sagen, mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz, das in Bayern ja durchgesetzt ist mittlerweile, wären ja solche Proteste wie in Wackersdorf gar nicht mehr möglich. Also man könnte die Leute verhaften, bevor sie ihre Wohnung verlassen, aus dem Bett heraus. Ja? Also der voreilende Verdachtsmoment reicht zur Verhaftung. So weit ist man. Also so viel haben wir eigentlich an Bürgerrechten aufgegeben bereits. Nur in Bayern, ja. Ja gut, aber da haben wir natürlich viele Diskussionen gehabt, genau. Aber also in Bayern ist die Situation so, hat sich massiv verschärft, ja. Und darüber wurde schon viel gesprochen. Also gerade in Bayern natürlich, weil da gerade ja, wir kamen ja gerade zur Landtagswahl raus mit dem Film vorher. Und da waren natürlich die Diskussionen über das Polizeiaufgabengesetz auch ganz groß. Also da hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass alle dachten, ach, das war mal früher so, sondern wenn man so Einsätze wie beim G7-Gipfel in Hamburg oder im Hambacher Forst oder in Bayern die Diskussionen verfolgt, war es immer Thema auch.
Danke. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, an die ganze Geschichte, aber ich wollte nur mal fragen, jetzt was auch gegen Ende des Films dann, für mich war das fast so im Abspann dann schon, das Unglück in Tschernobyl, was das eigentlich für eine Rolle jetzt hatte, das ist eigentlich auch eine geschichtliche Frage, wäre das Ganze anders ausgegangen und was hat das für eine Bedeutung für Ihren Film gehabt, wenn Tschernobyl nicht passiert wäre? Also genau, also der Herrn Schulrer oder auch viele auch in den, also die Situation, also Tschernobyl war ja im April, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, im April, und die großen Polizeieinsätze an Ostern, waren Ostern und Pfingsten, also Ostern waren große Polizeieinsätze am Baugelände und also es wurde mir von allen Seiten gesagt, die Erschütterung über die Brutalität der Polizei war so groß, dass eigentlich man geglaubt hat, der Widerstand bricht zusammen. Und durch Tschernobyl war aber natürlich so eine Mobilisierung danach oder einfach, man war einfach konfrontiert mit den Auswirkungen plötzlich, dass der Widerstand einfach diesen wahnsinnige, also sage ich mal, Erstarkung nochmal bekommen hat und vor allem auch dann überregional, ne, mit Unterstützung. Also der Herr Schulrer selber sagt immer, ohne Tschernobyl ist er sich nicht sicher, ob das Ding nicht doch gebaut worden wäre. Aber nach Tschernobyl war es irgendwie klar, dass es nicht mehr geht. Und dann, das ist natürlich jetzt hier auch, also jeder will ja die Deutungshoheit am Ende haben. Also die Industrie sagt ja, ja, das ist nicht wegen dem Widerstand, hat es nicht stattgefunden, sondern weil wir die besseren Verträge dann mit Le Hague geschlossen haben und gesagt haben, das lohnt sich wirtschaftlich gar nicht mehr. Naja gut, aber trotzdem hat es ja eine so lange Verzögerung und so einen Widerstand gegeben, der erstmal zu einer Situation geführt hat, dass man sich vielleicht Gedanken gemacht hat, mit wem spricht man sonst. Und dann sagen natürlich viele immer, und das finde ich eigentlich, wenn es vielleicht auch ein Teilaspekt sein mag, aber ich finde es so verkürzend, dass alle immer sagen, ja, nur weil der Strauß gestorben ist, wurde das nicht gebaut. Ja, also der ist natürlich dann gestorben und ich glaube, ein halbes Jahr später kam der Baustopp oder noch kürzer. Ich müsste es jetzt genau nachgucken. Natürlich war das ein persönliches Renommee-Projekt von ihm und man weiß ja auch nicht, wie viele Privatgelder an ihn tatsächlich auch geflossen sind, von Seiten der Industrie, um dieses Projekt zu unterstützen. Aber ich finde das verkürzt zu sagen, der Strauß war tot und dann wurde es nicht gebaut, weil das gibt ihm auch, also es demontiert auch den Widerstand. Ja? Und es ist ein multikausaler Grund. Aber Tschernobyl ist halt in einem Film natürlich, es ist wie ein göttliches Zeichen, wenn man das mal so, ein schreckliches Zeichen, ja, mit vielen schrecklichen Katastrophe, aber ich meine, da ist das eingetroffen, was man eigentlich befürchtet hat oder sich gegen was man sich gewandt hat, ja, und ich weiß auch noch selber, also für mich als Erfahrung dieser 80er Jahre und eine Kindheit zwischen eben hier Blockkonfrontation und Angst vor atomarer Verstrahlung und dann das Unglück in Tschernobyl, das ist natürlich für einen Film gefundenes Fressen dann da halt. Was will man danach noch weiter erzählen? Ne? Man kann dann noch erzählen, wie es immer weiter ging und wie es rausgezögert wurde und die juristischen. Aber dann wird es eine Chronik. Und so haben wir uns entschieden, habe ich mich entschieden, eigentlich hier dann rauszugehen aus der Handlung. Und du hast dich für Tagesschau-Beiträge entschieden, was ich auch ganz spannend finde. Ja. Magst du erzählen, war das einfach, weil du Sender gut hattest? Oder ja, nee. Wie lief das? Also es ist nur vielleicht so beiläufig interessant noch, aber das ist gar nicht einfach, weil die Tagesschau lässt sich das tatsächlich, selbst wenn man mit einer ARD-Anstalt kooperiert, sehr teuer bezahlen, wenn man Ausschnitte verwenden möchte. Und wir waren das sieht vielleicht nicht so aus, aber ein sehr niedrig budgetierter Film. Also wir haben auch nicht das Budget zusammenbekommen, das wir für diesen Film haben wollten. Also wir haben diesen Film, Zahlen sind immer so, aber nur mal sagen, also ein Tatort, den Sie am Sonntag in der ARD sehen, kostet 1,8 Millionen ungefähr. Und dieser Film hat auch so viel gekostet, 1,8 Millionen. Wir haben eigentlich für 2,5 hätten wir gebraucht. Es ist ein historischer Film, das erfordert sehr viel Aufwand.
Aber wir haben gesagt, wir machen ihn trotzdem, weil wir haben das Geld nicht zusammenbekommen. Und dann ist natürlich jeder Tagesschau-Ausschnitt, den man teuer bezahlen muss, auch eine große Belastung. Also das ist ein großer Aufwand. Und da muss man halt sich auch im Vorhinein genau entscheiden. Wenn man wenig Geld hat, muss man ja immer im Vorhinein sich genau entscheiden, was brauche ich wirklich? Ne? Also für was lege ich das Geld an? Ja, ja, und er erzählt auch irgendwie was, finde ich, über eine Zeit, wo noch alle auf ein Medium gehört haben, was die Tagesschau sagt, oder heute natürlich auch. Aber, ne. Also erstmal, der Film war für mich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt damit erstmal zum ersten Mal mit dem Thema befassen können. Also als ich schon damals im Kino, also hier im Cinema, das Kinoplakat sah, habe ich immer schon den Film sehen wollen. Leider kam ich noch nicht dazu, deswegen ist es für mich auch jetzt heute etwas ganz Besonderes, diesen Film hier sehen zu können und auch Sie heute zu sehen. Und deswegen... Diese Machart hat mich erstmal wirklich auch wieder fasziniert, wenn altes Filmmaterial verwendet wird. Das gefällt mir immer wieder gut, weil ich sowas irgendwie mag. Das ist für mich immer auch was ganz Besonderes. Aber was mich jetzt erstmal interessiert, ist, wie haben Sie eigentlich den Deutschen Filmförderfonds denn dazu bringen können, hier mitzumachen? Weil das ist schon ein ziemlich brisantes Thema und bei anderen solche Art von Filmen und bei denen es solche Sachen geht, da scheint sie sich immer rauszuhalten, weil im Abspann, da sieht man die nicht. Deswegen interessiert mich, wie haben sie es geschafft, die dann doch noch dafür zu gewinnen? Also der Deutsche Filmförderfonds ist in dem Fall niemand gewesen, den wir überzeugen mussten, sondern der sozusagen automatisch als Finanzpartner einsteigt, wenn eine bestimmte Summe an Geld zusammengekommen ist. Also der gibt ja etwas noch dazu. Das ist wie ein Automatismus. 20%, glaube ich. Genau. Insofern mussten wir mit dem nicht argumentieren, aber wir mussten natürlich beim Filmförderfonds Bayern, das unser Hauptfinanzier war, und beim FFA haben wir ja auch noch, glaube ich, Filmförderanstalt. Ja. Filmförderanstalt, da mussten wir die Anträge machen natürlich. Da Kinder. Und Sender gewinnen. Wer war alles dabei, sag nochmal? Nur der BR. Nur der BR. Und Arte natürlich. Ja. Arte hatten wir an Bord, bevor wir den BR an Bord hatten, was ungewöhnlich ist. Und beim BR hat es einfach viel Geduld gebraucht und irgendwann auch der Film stand auch mal da, dass er gar nicht gemacht wird. Und dann war ein massives Auftreten meinerseits notwendig, um den BR auch selber daran zu erinnern, dass er vielleicht eine gewisse Verantwortung hat, auch seine eigene Geschichte zu bearbeiten oder vielleicht auch auf eine Art und Weise was wieder gut zu machen, soweit es geht. Aber da muss man dann auch sagen, da muss man dann auch manchmal Glück mit den Jurys haben, die darüber entscheiden. Ne? Also ich habe auch viele Förderungen in den Förderanstalten. Aber bei dem Anstalt, die Sie gemeint haben, in dem Falle war es wirklich eine automatische Förderung, die dazukommt, wenn man eine bestimmte Summe erreicht hat als Unterstützung. Wenn wir Sender gerade angesprochen haben, Thema Ausstrahlung, ist das was um 20.15 Uhr stattfinden soll oder wirst du da in die Nacht verschoben? Da werde ich nicht gefragt, das entscheiden dann die... Steht noch nicht fest. Also es wird vermutlich, glaube ich, sein... Frühestens. Halbes Jahr danach, ne? Ja, also frühestens jetzt im Herbst. Mhm. Und was eigentlich auch ganz gut wäre, weil dann wir auch, jetzt ist zwar hier auch ja auch dann deutsche Einheit oder Wiedereinheit oder wie man es nennt oder was. 30 Jahre, Mauer. Also ja auch da, aber es ist ja auch dann 30 Jahre Baustopp Wackersdorf, ne? Ah, ja. Ja, ich würde gerne noch kurz aufs Thema Atom eingehen, weil das natürlich immer noch was ist, was heute irgendwie alle sagen, es soll weg. Trotzdem ist es ja fast eine Erbsünde, ne? Also ich finde es immer krass, dass eine ganze Generation so viele, wir können es auch widersetzen, wenn du willst, so viele Sünden unserer Generation oder den späteren Generationen vererbt hat, ohne sich da irgendwie drüber Gedanken zu machen. Wie stehst du da persönlich dazu? Hast du da auch schon mal quasi der Elterngeneration Vorwürfe gemacht? Wie konnte eure Generation das alles zulassen? Nur an dich persönlich mal gefragt. Ich glaube, das ist im Nachhinein immer schwierig zu sagen. Also ich bin groß geworden, auch in einem Haushalt, weiß ich, wo Bücher auch im Regal standen, Publikationen von der
von der Sozialdemokratie, von der SPD, die ja große Befürworter der Atomenergie waren, auch zu Beginn, das muss man ja auch so sehen. Also ich glaube, die Unwissenheit, das wollte ich in dem Film auch zeigen, also in Bezug auf die Risiken, war halt einfach groß auch. Und ich meine, heute haben wir es mit Klimaerwärmung zu tun, da könnten wir genauso sagen, also, ne, also die, weiß nicht, Braunkohleverbrennung und Kohleverbrennung und Erdölnutzung und weiß nicht was, wem kann man da wie Vorwürfe machen? Ja, weil auch da immer das Thema Arbeitsplätze im Vordergrund steht. Also für mich ist viel wichtiger der Punkt zu sagen, was ist, wenn der Punkt, wenn der Punkt erkannt gekommen ist, dass man erkennt, dass eine Technologie, wie auch immer gesehen, oder ein Energienutzungsverfahren erkannt wird, dass es lebensbedrohlich ist, so wie wir es auch jetzt mit den fossilen Brennstoffen zu tun haben. Und dann nicht gehandelt wird, also wieder besseren Wissens, dann beginnt die Schuld, weil es ist dann in Kauf genommen. Und das, da gilt es, aufmerksam zu sein. Also insofern da, und zwar massiv. Also ich meine, das erleben wir ja jetzt auch. Da hilft dein Film sehr, sehr gut mit. Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne eine Frage zur unfassbar tollen Musik zu stellen, die ja auch zu Recht preisgekrönt ist mit der Lola dieses Jahr. Diese Musik, die untermalt genau die richtigen Szenen auf eine Weise, dass sie noch intensiver werden, ohne sie zu karikieren, was, glaube ich, eine Gefahr gewesen wäre, gerade auch, weil dieser Heimataspekt ja da immer mit drin ist. Magst du vielleicht kurz was zuerst erzählen? Diese Band heißt Hochzeitskapelle. Wer steckt da dahinter und wie habt ihr gearbeitet? Genau, die Hochzeitskapelle ist eine 4 Männer, eine Frau-Kombo, die nur mit analogen, zum Teil volkstümlichen Instrumenten, also arbeiten. Maßgeblich steckt dahinter Markus und Micha Acher, die vielleicht manche von Ihnen auch kennen von der Band No Twist, aber die sozusagen von der Elektromusik da ein ganz anderes Experiment wagen und eigentlich zurückgehen, wirklich zu einer analogen, an Volksmusik angelegte Musik. Ich kannte die von Live-Auftritten und das hat mir gut gefallen. Sie spielen auch tatsächlich auch auf Hochzeiten, so wie sie heißen. Und ja, wir haben sie gefragt und sie hatten Lust, also wollten erstmal gucken, wie der Film so wird, bevor sie wirklich zusagen. Und dann haben wir den Film auch erstmal geschnitten, ganz unabhängig davon. Und dann haben sie angefangen, zu dem Material zu experimentieren. Und das Interessante ist, also wir haben auch eigentlich, das sind alles Aufnahmen, die nicht mehrspurig gemacht wurden, also nicht jedes Instrument einzeln oder sowas, sondern sie haben als Combo, um es mal so zu sagen, sie haben natürlich sich was ausgedacht und ein bisschen geübt gehabt vorher was, aber sie haben zum Material improvisiert oder auch Themen entwickelt, die sie dann nochmal gespielt haben. Aber es ist ein sehr analoges Verfahren gewesen. Also wir haben sie sozusagen als Gruppe aufgenommen, ne? Und manchmal ist dann später der Mischtonmeister auch wütend geworden, weil er sozusagen das gar nicht einzeln regulieren konnte. Aber sie haben auch gesagt dann, als wir es dreimal gemacht haben oder so, an einer Stelle gesagt, nee, also besser kriegen wir es jetzt nicht hin. Und es war halt ein sehr altmodischer Prozess, der aber irgendwie auch der Zeit, finde ich, dienlich ist, also diesen 80er Jahren. Und natürlich ein großer Vertrauens, also Arbeit auf großer Vertrauensbasis. Aber ich schätze diese Musiker und ich schätze sie, sie sind musikalisch erfahrener als ich und ich schätze sie und insofern haben wir einfach, sie haben den Film wertgeschätzt und ich ihre Arbeit und dann auf dieser Vertrauensbasis haben wir das so entwickelt. Und hast du denen einfach das Material gegeben und gesagt, macht mal, oder hast du Vorgaben gemacht, in irgendeiner Weise? Jetzt, also wir haben erstmal das Material gegeben und gesagt, macht mal an den Stellen. Also sie kamen auch in den Schnittraum, dann haben wir über die Sachen geredet, dann habe ich gesagt, macht mal. Dann haben sie was gebracht, dann haben wir das angelegt, haben geguckt, wie sich es verhält, dann haben wir es gemeinsam mit denen nochmal angeguckt und dann haben wir besprochen, was vielleicht besser oder anders sein könnte. Und dann haben sie es nochmal gemacht, vielleicht. Manchmal dreimal. Ja? Aber es war ein sehr freies Arbeiten, wo man dann wieder immer sich getroffen hat, aber ich bin da nicht kontrollierend irgendwie dabei gehockt oder
oder habe gesagt, so und so. Und weil manchmal wirkt es ja wirklich wie eine Verstärkung der Dynamik oder wie wenn einem der Pulsschlag immer höher geht. So, das wird durch diese Musik auch teilweise unter den, das finde ich besonders spannend, unter den dokumentarischen Szenen dann wirklich ja quasi überhöht fast. Also war das auch von vornherein geplant, diese Doku-Szenen, diese realen Szenen, diese realen Bilder zu musikalisch zu untermalen? Das kam so beim Schneiden dann. Also insofern ist insofern schon auch eine Person noch wichtig dabei zu nennen, die Anja Pohl, also die den Schnitt verantwortet des Films, die ist eine wichtige dritte Person in dieser Zusammenarbeit. Regie, Musik, Erzählform. Das war eine glückliche Fügung. Also ich dachte schon immer, wir dachten schon im Vorhinein, dass wir an diesen Stellen Musik haben wollen, aber wir wussten nicht so genau wie. Wenn du jetzt ein Fazit ziehst, unter allem, was du mit diesem Film erlebt hast, hat es deine Erwartungen erfüllt oder hättest du dir noch was anderes gewünscht? Irgendwo, irgendwas? Ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Weg geschafft haben und den Film fertig bekommen haben und dass wir auch ein großes Publikum dafür finden konnten, also ein relativ großes Publikum. Wir hatten jetzt so zwischen knapp 155.000 Besucher, was für so einen Film okay ist. Man muss dazu sagen, dass die deutschen Filme oft sich um die 10.000 Besucher bewegen. Also im Frage nach dem Einspielergebnis. Das Geld wird nicht eingespielt. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich kann Ihnen sagen, ich verdiene kein Geld an irgendeiner Kinokarte. Das geht alles an andere, also an Verleih. Die Produktionsfirma verdient da auch nichts dran. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Also Sie können es ja hochrechnen, wenn Sie schauen, also was habe ich jetzt gesagt, weiß ich nicht, 150.000 Zuschauer. Was kostet eine Kinokarte heute? 9 Euro, 10 Euro? 10, damit es einfach ist. Dann haben wir 1,5. Ja, sowas. Sind wir noch nicht mal bei der Summe. Ja. Nein. Private Investoren. Also es gab Sponsoring von Vollkorner oder so, was sich aber auf Sachmittel, also Getränke und solche, oder Essen, solche Sachen. Aber ich wollte noch sagen, ach ja, wie ich also mit dem Film, genau. Und, aber ich gucke den Film und denke mir, ja, und auch in der Zeit, in der er dann rauskam, vor der Bayerischen Landtagswahl, in der Diskussion im Hambacher Forst, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ich finde, dass es sich gelohnt hat, diesen Film zu machen und darum bin ich da ganz froh. Ich muss aber auch sagen, dass es sehr schwierig ist, einen Film für, auch wenn es nach einer großen Summe klingt, aber wir sind in solche Engpässe auch gekommen, wo es dann manchmal auch an die Ausbeutung einfach geht von einem selbst. Und ich wünsche mir, dass ich vielleicht in Zukunft es ein bisschen einfacher habe, eine Finanzierung zustande zu bekommen. Aber der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. In Zukunft Finanzierung heißt, neues Projekt ist schon geplant? Genau, es gibt so verschiedene Überlegungen. Ich schreibe an einem Film ganz was anderes gerade, der beschäftigt. Politisch? Also auch politisch, also da ist Frage, wie weit gibt es ein Alter, sage ich mal, gibt es ein Alter, in dem ich mich zurücklegen kann und sage, okay, ich hatte Ideale, aber jetzt bin ich zu alt dafür, oder gibt es das nicht? Also so, sagen wir mal. Also ein Film, der sich damit beschäftigt, wie Menschen an ihr ursprüngliches Projekt erinnert werden, für das sie eigentlich im Leben angetreten sind. Wenn wir damit rechnen können. Keine sieben Jahre, das wollen wir doch. Ich hoffe, wir schaffen das in zweien. Genau, absolut. Dann wieder hier. Bevor wir dir danken, möchte ich direkt darauf hinweisen, die Reihe geht weiter, diese Zusammenarbeit, diese Kooperation mit dem Naxos-Kino, und zwar nächsten Monat, auch wieder erste Woche. Da ist das Oberthema Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, und da geht es konkret um das Thema Waffenhandel aus Deutschland. Dienstag, der erste Dienstag im Monat ist im Naxos-Kino, der Donnerstag ist hier. Es wird Jürgen Hachig kommen, der hat auch viele Preise dafür gewonnen. Das wird ein ganz spannendes Gespräch. Jürgen Gresslin, Experte noch dabei, und Rudolf Worschig für das Gespräch. Aber wir freuen uns sehr, dass du heute da warst und uns Wackersdorf präsentiert hast. Großen Applaus, Oliver Hafner. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Und Ihnen danke fürs Kommen.